Wir haben noch diese Insel, wo wir Tabak kriegen können. Gut. Geht schon mal los. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Löscht sie aus. Volle Breitseite. Du nicht. Verlichten. Gibt Breitseite. Baumwolle ist nicht, was wir brauchen. Baumwolle, Gewürze. Gewürze sind gut. Baumwolle. Zum Zuckerrohr. Hier können wir Alkohol erziehen. Ankerlichten. Tauchen immer noch scheiß Piraten auf. Ei, ei, Captain. In die Wanzen. Die ganzen elendigen Popo-Piraten. Setz die Vorsegel. Die machen nichts anderes, als unsere Wirtschaft zu stören. Setz neuen Kurs. Ankerlichten. So. Ich möchte den Auftrag geben. Ein weiteres kleines Handelsschiff. Und du kriegst eine Route. Erstes Ziel da. Zweites Ziel da. Argenhall. Kakao. Hier Kakao. Auslagern. Route. Schiffsreparatur beendet. Wo ist euer Problem hier? Das Zeug noch nicht gewachsen? Die werden ein bisschen brauchen. Wir haben Kakaofelder angelegt, nicht Seide. Kakaofeld. Schiffe feuern auf eure Siedlung. Mit mal Schiffe? Ah, Piratenschiffe. Okay, gut. Die Piraten müssen natürlich wieder das Maul aufreißen. Wie schalten wir die aus? Der hat einen meiner Türme zerstört. Schiffe feuern auf eure Siedlung. Ein neues Schiff ist vom Start. Das ist ein krasses Piratenschiff. So, die Eskapade. So. Nennen wir sie direkt Victoria. Ein absolut unpassender Name für ein Handelsschiff, aber sei es drum. Die wird ein anderes Ziel haben. Ihr Ziel wird sein. Überprüft eure Handelsrouten. Schweig. Tabak ist eine schöne Sache. Wir sammeln zuerst mal ein paar Besiedlungen ein, würde ich sagen. Was ist unsere Bilanz eigentlich gerade? Leicht positiv. Wieso bringst du eigentlich immer keinen Kakao mit nach Hause? Sag bloß jetzt erst, wird das erste her. Hier wächst 100% Kakao. Das Zeug wächst so gut wie gar nicht. Hey, 2 Tonnen Kakao. Burger. Der Kakao ist einfach verschwunden, deswegen ist alles cool. Gut, wie ich gerade sagen wollte. Was mit der Unsinkbar 2 bitte passiert? Reparatur, was ist daran so schwierig? So, Victoria. Schiffsreparatur beendet. Ja, komm, machen wir für 50 voll. Und gehen ein paar Siedlungen einsammeln. Oder Inseln einsammeln, damit die uns nicht geklaut werden können. Hier oben ist Zuckerrohr. Zuckerrohr ist gut für Alkohol. Hier ist Tabak.
Beides wollen wir besitzen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Baumwolle kann für Stoffe später gut sein. Gewürze sind hier gut. Gehen wir erstmal Gewürze beschaffen. Oder sichern. Hier wächst auch eine Baumwolle. Hier wächst einfach verdammt nochmal gar nichts. Und hier könnte möglicherweise der letzte Ort sein, wo wir Eisenerz herkriegen können. Aber ich denke, wir müssen erstmal damit leben, dass wir das Zeug einkaufen müssen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Nicht mein verdammtes Problem. Aber wenn wir schon unterwegs sind, können wir die Baumwolle auch mal mitnehmen. Aye, aye, Captain! Setzt neuen Kurs. So ein Teil ist da, gut, minus 15 ist jetzt nicht so viel, dass es uns Probleme machen wird. Da muss Zucker rauf. Wir brauchen einen Alkohol, also... Schub! Gibt es keinen Alkohol, der überall wächst? Aber keine Möglichkeit, Alkohol herzustellen, dass es überall wächst? Ist nicht. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Das war abzusehen, dass es schon wieder passieren würde. Früher oder später. Hier können wir Tabak herkriegen, den sollten wir schnell herkriegen. Wenn wir diese Insel einnehmen und die Piraten vernichten. Wie auch immer wir das schaffen wollen würden. Dann könnten wir... Oh, war ja nicht mal eine Zivilisation. Hier war auf jeden Fall mal etwas. Die Insel haben wir zum Beispiel noch gar nicht erkundet. Da sollten wir vorbeischauen. Hier können wir zum Beispiel das Konto einstampfen, weil diese Insel nichts mehr für uns bietet. Ebenso wenig wie die andere Insel. Diese wiederum... Baumwolle vielleicht später irgendwann. Was macht unsere Bilanz gerade? Die ist wieder ein bisschen im Griff. In die Wanten. Genau, erkunde mal zuerst die Insel. Vielleicht die kriegen wir... Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak 100, Weintrauben, ja komm. Nur falls wir den Tabak gebrauchen können später. Zeit zum Insel-Messi zu werden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Aber wir bauen so weit es geht weg vom Vulkan wie möglich. Ankerlicht in die Wanten. Und dann gehen wir uns diese Insel auch nochmal holen. So, wie geht's dem Kakao voran? Füllt er sich allmählich oder... Ja, das geht klar. Wahrscheinlich, weil die den ganzen Tag nicht brauchen. Weil die gerade weniger Gewürz noch Tabakwaren haben. Na gut, mit 4 Tabakplantagen... könnten wir hier einen Tabakhersteller benutzen. Oder unterhalten. Und... Ja... 2 Gewürzfarmen würden halt nur die Wertung, den Wert von einer Gewürzfarm erfüllen. Also nicht besonders viel. Setzt die Vorsäge. So, wir haben jetzt alles soweit besetzt. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und die werden die nie wieder kriegen. Was willst du jetzt dazu sagen? Gewürze zuallererst. Neuen Kurs.
Wo bricht ein Vulkan aus? Ja, das ist nicht unser Problem. Wertlose Abschaum! Den Einkauf von Eisenerz würde ich aber gerne noch weiter vorantreiben. Und von mir zu Höchstpreisen. Weil Eisenerz echt was Nützliches ist. Genau, jetzt gehen wir von hier unten Gewürze beschaffen. Wo wir Holz von hier aus holen können. Also gibt's Schub. Wie viel kostet eine Gewürzplantage? Ein Schiff wurde repariert. Oh. Dann ohne Weise zwei Gewürzplantagen unterhalten. Wir gehen auf 4 hoch, weil die Distanz so hoch ist, dass das nötig sein wird. So. Nicht Kampf, sondern hier. Schon nur aus Versehen Dinge vernichten, die wir gebrauchen könnten. Anker lichten! Und wie viel ist hier inzwischen drin? Noch nur so 2 Tonnen. Aber solange es reicht, reicht es. Und sobald wir Alkohol und Tabak vernünftig haben, werden die Sachen wieder ordentlich laufen. Haben wir eigentlich immer noch Siedler irgendwo? Ja, hier haben wir noch Siedler. Wenn wir unsere ganze Nahrungsmittelproduktion komplett auf Fischer umstellen. Ja, das könnten wir. Dann könnten wir eine zweite Tabakverarbeitung hier aufstellen. Denn Getreide ist oftmal nicht sehr platzsparend. Getreide ist nicht mehr unser Go-To, wenn es darum geht, Nahrungsmittel anzubauen, denke ich. Wie dem auch sei. Steine, die du gesammelt hast, wirf sie über Bord. Weg ist weg, das haben wir uns gedacht. Aber es bringt gerade nichts, ihn dabei zu behalten. Und wir sollten uns die Insel komplett sichern. Damit niemand die uns reitig machen darf. So, damit gehört alles Relevante auf der Insel erstmal uns. Weiter explodieren können wir, wenn wir müssen, aber wir müssen gerade nicht. Für den Moment möchte ich 4 Gewürzplantagen stehen haben. Regen bleibt aus. Die Steine, die wir versenkt haben, waren die Steine, die uns jetzt fehlen. Okay, wir arbeiten mit 3. Drei Gewürzplantagen sollen ausreichen. Peinlich. Nein, nicht Kakaofeld. Gewürzfeld. Und jetzt müssen wir da draufklicken. Yeah.
so. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das hast du ausgezeichnet bemerkt. Bist du selbst drauf gekommen? Was wollen unsere Einwohner schon mit Baumaterialien? So. Automatische Handelsroute. Ziel 1, hier. Ziel 2, hier. Einlagern. Alles, was mit Gewürze zu tun hat. Alles, was mit Gewürze zu tun hat, auslagern. Status. Handelsroute ist go. Viel Spaß. Und Schub. Verdorrt das Feld. Gewürze wachsen jetzt 100%, also schweig. Wachs. So, jetzt beginnen die zu arbeiten. Brauchen offensichtlich ein bisschen, braucht etwas Zeit. Wir unterdessen geben ein neues Schiff in Auftrag. In unserer endlosen Hybris. Sagen unsere Kriegsschiffe eigentlich, dass irgendwo wieder Piraten gesichtet sind? Ja. Löscht sie aus. Überprüft eure Handelsrouten. Setzt die Vorsäge! Das ist hier halt Hitscan, das heißt, ausweichen ist sogar noch schlechter machbar als in 1404. Okay. Neuen Kurs. Setzt die Vorsäge. Und Schub. Ah, Moment. Warum hast du nur Kakao? Weil das Lager hier voll ist mit Kakao, nicht wahr? Anker lichten. Wo ist... Warum? Warum segelst du da runter? Wann habe ich das jemals befohlen? Das Selektieren von Dingen ist auch so eine Frage. Was macht eine Wassermühle? Ah, die kann man auf den Fluss setzen. Wurde repariert. In die Wanten. Na, ihr braucht keine weiße Flagge. Es fehlt an Gewürzen. Wie fehlt an Gewürzen? Das Zeug kommt gerade erst frisch an. Überprüft eure Handelsrouten. Das ist der Plan. Wir brauchen Rum. Übrigens, nehmen wir, wir laufen in Eisen. Ja. Wir müssen unser Werkzeugschmied wieder arbeiten dürfen. Und jetzt nehmen wir 50 Tonnen von allem wieder mit. Und gehen uns... Überprüft eure Handelsrouten. Entweder unseren Tabak verstecken oder mehr Alkohol. Ich glaube, Alkohol ist gerade wichtiger. Wo ist die kürzeste Strecke für Zuckerrohr? Baumwolle. Baumwolle. Tabak. Hier wächst ohnehin nichts. Also das ist die einzige Route mit Zuckerrohr, die wir zur Hand haben. Oder mit Weintrauben. Wem gehört schon die ganze Insel hier? Es würde keinen Sinn ergeben, sich hier anzusiedeln.
Also, sei dem wie dem sei, Bornzuckerrohr. Und das ist dann hier dann leider die einzige Insel, die wir nutzen können. Na gut, brauchen wir eine ganz spezifische Säuferinsel, Schub. Es fehlt an Gewürzen. Ah, das Schiff entscheidet sich automatisch, hier so außen rum zu gehen. Und nicht hier dran vorbeizufahren. Das ist hilfreich. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das Volk verdient kein Baumaterial. Setzt die Vorsegel! So, das richten wir noch ein in der Aufnahme und dann werde ich eine Aufnahmepause einrichten. Das ist mal wieder nötig. Überprüft eure Handelsrouten. Nein! Was willst du jetzt tun? So. Überprüft eure Handelsrouten. Gut, wir bauen Rumplantagen. Also nicht Rumplantagen, sondern Zuckerrohrplantagen. Überprüft eure Handelsrouten. Gehe einfach davon aus, dass wir uns wieder mit 2:1 befassen müssen. Und ich gehe davon aus, dass wir möglichst viel von dem Platz mitnehmen müssen, den wir hier haben. Das bedeutet, wo passt, da kommt hin. Vielleicht wäre es hier in dem Fall sogar sinnvoll, das Zucker rum von Straßen abzuholen und die Rumbrennereien dahin zu bauen, wo sie nicht hin können. Also verteilen wir Zuckerrohrplantagen, wie sie passen. Ich glaube, ich sehe, was funktionieren kann. So. Schauen wir, dass wir es auf eine Art und Weise kriegen, die möglichst viel Platz lässt für uns, mehr Zuckerrohrplantagen zu bauen. Genau, so. Ich habe eine Idee, wie wir es am besten machen. Überprüft eure Handels. Ich wäre auf die Idee kommen, eigentlich Alkohol zu transportieren, und warum transportieren wir nicht direkt den Zuckerrohr? Wir müssen sowieso mal Platz lassen, damit die daran das abholen können. Aber dann transportieren wir lieber gleich das Produkt, das wir dann bei uns einfach umwandeln können. Überprüft eure Handelsrouten. Welche Handelsroute ist deiner Meinung nach im Eimer? Kakao? Ja, das wussten wir schon. Ihr wagt es. Freibeuter lauern euch auf. Löscht ihn aus. Du wirst es nicht länger wagen, meine Schiffe zu behelligen. Mein schöner Kakaotransporter. Nein, du sollst nicht Breitseite geben, du sollst dich zurückziehen und dich reparieren lassen. Ei, Captain! Wo ist
Wo ist mein, okay, Kakao-Kutter ist noch da. Der heißt übrigens Atlantik hier, das muss ich kurz mal noch ändern. Was haben wir noch so? Den würde ich gerne aussparen. Nehmen wir Kakao-Kutter. Nein, das ist nicht der Kakao-Kutter. Das ist der Säuferkahn. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren da stehen geblieben, zu schauen, wie wir diese verdammten Plantagen aufgestellt kriegen, ohne dass alles kollabiert. Das wird schon so aufgehen. So, alle kriegen ihre eine Straßenanbindung. Der wird ein bisschen enttäuschend sein. Zuckerrohrfelder. Wirklich? Freibeuter lauern euch auf. Das wird schon irgendwie so passen. Und wo war das jetzt? Warum? Was ist hier passiert? Nein. Setzt die Vorsegel! Warum seid ihr hier oben? Wie ist das passiert? Ich guck eine Millisekunde weg. Und ihr seid hier. Eure Aufgabe war es, zur Werft zurückzukehren. Niemals weggucken. Habe ich jetzt die Diplomatie aus dieser kaputt gemacht? Nein, aber er ist noch so okay mit uns. Oh, wir gehen auch ein bisschen pleite gerade. Einkauf. Scrap das. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Wir haben wahrscheinlich damals viel ausgegeben. Wo sind unsere Schreffe? Hier. Hier hin. Schub. Neuen Kurs. Ihr elendigen Dreckskutter. Und du solltest repariert werden. Setzt die Vorsegel! Setzt die Vorsegel! Ein Schiff wurde repariert. Setzt die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! Dann verkaufst du eigentlich immer noch Holz? Ja, das Einzige, was er wirklich noch verkauft. Wie geht's bei uns voraus? Mit Vorräten von allem. Ein Schiff wurde repariert. Sehr gut. Haben wir irgendwas, was er haben möchte? Er hat Nachfrage nach Kakao. Und so können wir dem noch ein bisschen Geld machen. Dem wir ihm mit Kram beliefern, den er gerne hat. Weil wir viel zu viel Kakao haben. Setz die Vorsegel! Ein Schiff wurde repariert. So, jetzt darfst du. Es kann nur ein Schiff auf einmal repariert werden. Wir brauchen eine zweite Werft. Schiffsreparatur beendet. So, Kakao-Kutter. Mach deine Route weiter. Ei, ei, Captain!
So, hier müsst ihr jetzt ganzen Haufen Zuckerrohren gemütlich ansammeln. Oh ja, ganz viel Zucker. Automatische Route. Fang hier an, in Balen, was auf keinen Fall Berlin ist. Fahr hier rüber. Balen, Zuckerrohr. Hier, Zuckerrohr, auslagern. Route ist go. Dann haben wir noch den nötigen Platz, um davon dann wahrscheinlich mindestens 2 Rumbrenner zu bauen. Gehen dann davon aus, dass es unser Alkoholproblem beseitigt. Oder auslöst. Eins von beiden. Es beseitigt unsere Alkoholprobleme, indem es viel mehr neue Alkoholprobleme auslöst. So rum kommt es hin. Dann müssen wir es gleich noch mit Tabak machen. Und dann kann der Ausbau bald wieder losgehen. Außerdem kann unsere Bürgerrate mehr besteuert werden. So, geht die Alkoholproduktion schon richtig hart los? Es mangelt an Alkohol. Ja. Nicht mehr lange. Für Leute, die sich zu hart besaufen, kommt hier ein Galgen hin. So, makaber genug für den Moment. Wir legen einen Spielstand an. Spielstand gespeichert. Sagen wir verbeten. Gesichert. Und dann kommt man hier rüber aus dem Spiel raus. Wir haben uns sind zwei Schiffe gesunken. Wir haben 19 Stück versenkt. Das ist schon mal schön, dass wir das sehen dürfen. Hauptmenü. Gut, liebe Gemeinde, das war diese Aufnahme von Anno 1602. Ich werde wahrscheinlich feststellen, wie lange haben wir aufgenommen. Oh. Oh nein. Sind ja nur 3,5 Stunden, die wir schon aufgenommen haben. Ups. Na gut. Das war erstmal ein vernünftiger Einstieg in wahrscheinlich das erste Szenario. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und ich bin gespannt, was die Kampagne von uns abverlangen wird. Das Spiel ist soweit nicht wirklich schwieriger als Anno 1503. Es fällt uns viel einfacher, nicht pleite zu gehen. Aber Anno 1503 war eine Nummer an sich. Hier weiß ich nicht, was uns da zum größten Teil noch erwartet. Auf alle Fälle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Cheerio.